So, heute sind wir hier in The Style Outlet Center in der Nähe von Amsterdam. Hier unten sind da die Parkplätze. 1,50 die Stunde und maximal 3 Stunden muss man bezahlen. Der Thursday ist 4,50 €. So, hier seht ihr die Parkplätze. Parkpreis ist in Ordnung, 1,50 die Stunde und maximal 3 Stunden muss man bezahlen. Ja, und ja, wir sind hier nicht in London. Hier ist halt der Eingang, der heißt wohl so London. Hier die Tower Bridge. Und da geht's rein, dann gehe ich mal hoch. Hier ist direkt die Autobahn A12. Das ist der Eingang vom Shopping Center. Relativ leer. Ich war schon mal hier vor einiger Zeit und da war es auch eigentlich relativ leer gewesen. Man sieht kaum was los. Und die üblich bekannten Shops hier. Ja, keine Werbung hier. Auch wenn ihr alles seht. Adidas. Jammin, ist auch nichts, so ein Bonbonladen hier. Luxury Eyewear. Dunkin' Donuts. Und hier vorne ist Lind. Ihr seht hier die verschiedensten Shops. Man wird auch musikalisch unterhalten. Ich filme jetzt hier vorne noch mal ein bisschen hier in den Gang rein. Triumph. Chivi. Björn Borg hier, der ehemalige Tennisspieler, hat jetzt auch so eine Kollektion. Kann man sich von Björn Borg borgen. Garcia, Vera Moda. So, hier haben wir Tefal, Marco Polo. Wellenstein. Tom Taylor. Vero Moda. So, hier noch ein paar weitere Shops. Ihr hört den Flughafen. Hier geht es die ganze Zeit. Der Flughafen ist nämlich nicht weit weg. Also hört nicht den Flughafen, sondern das Flugzeug. Hier ist der Eingang Paris. Ihr wisst, wir sind in London reingekommen. Hier ist so ein kleiner Platz, wo ihr auch was essen und trinken könnt. Und hier sind überall so Malereien. So, hier ist Ravensburger. Da will ich gleich auch nochmal gucken. BMF Küchengeräte hier. So, hier ist Nike, der darf natürlich nicht fehlen. Es hat auch noch angefangen zu regnen hier. Natürlich schade, dass nicht überdacht ist. Hier noch eine weitere Kunst. Und hier haben wir Burgerläden. Hier ist ein weiterer Ausgang mit einem Parkplatz noch, ein Außenparkplatz. So, jetzt sind wir gleich einmal rum. Hier sind die letzten Läden noch. Georgs, Intrend, Funky Favors. Da oben ist wie ein Flieger. Da vorne ist dieses Logo. Ich weiß nicht, den bunten Würfel, den ihr sehen könnt. Genau, und hier vorne um die Ecke ist wieder der Eingang London, wo wir dann gleich wieder runtergehen. In die, ins Auto, ins Parkhaus. Und dann sage ich euch mal ein bisschen was hierzu, zu diesem Outlet Center. So, wir haben jetzt hier ein Rundchen gedreht. Ja, ich war ja schon in verschiedenen Outlet Centern. Hier hinten könnt ihr vielleicht noch ein bisschen sehen. Und ich muss sagen, das ist wirklich das, ja, bis jetzt schlechteste, zumindest von den Angeboten her und von den Konditionen, die die hier haben. Ich habe tatsächlich auch was gefunden, an so einem Desigual Rampstand. Ansonsten, ja, also die Preise, also es lohnt sich nicht, hier hinzufahren, sag ich mal. Eben, man könnte ja nicht die Mega-Schnäppchen machen. Ich hatte schon andere Outlet-Center gesehen jetzt und gerade diese, wie heißen die, MacArthur Glen, glaube ich, ja, da könnt ihr wesentlich bessere Angebote machen. Ist jetzt schon das zweite Mal, dass ich hier war und letztes Mal war eigentlich auch das gleiche. Da habe ich, glaube ich, bei Ravensburger irgendwie günstig ein Spielchen bekommen und da war es aber auch schon gewesen. Hier zum Beispiel Lind waren wir gewesen, ja, lohnt sich gar nicht, ja, da ist der günstigste, wenn da was im Angebot ist, Schokolade,
100 Gramm 3 Euro oder irgendwie sowas, ja, so Pralinchen oder irgendwie sowas, und das ist schon dann 15% reduziert. Woanders hat man halt bei Lind schon in Outlet-Centern, kriegt man so eine Bruchtüte oder irgendwie sowas, ja, so gemischt, da ist man dann beim Kilopreis von 1 Euro und hier Kilopreis von 3 Euro, finde ich schon ein bisschen heftig. Und so zieht sich das eigentlich durch die anderen Shops hier auch. Also wie gesagt, wenn ihr mal in der Nähe seid in Amsterdam, fahrt lieber nach Amsterdam oder woanders hin, ja, da lohnt sich das wenigstens. Da bekommt ihr auf jeden Fall bessere Preise. Okay, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns an den nächsten Videos. Und dann auch wieder mit der Anna, denke ich mal. Bis dahin, tschüss.